Das hat mich entsetzt, weil natürlich durch die Hetzkampagne der Bild-Zeitung, aber auch des Fokus und des Stern leider, wir natürlich eine Stimmung haben, die Griechen als faul und über ihre Verhältnisse lebend und dergleichen mehr anzusehen. Aber das ist eine Volksverhetzung gewesen und es ist sehr schwierig, dagegen anzugehen. Weil natürlich den Deutschen zu sagen, ihr sollt jetzt für faule Hunde auch noch was bezahlen, so etwas verfängt. Vor allem von Leuten, die auch nicht viel Geld haben und die über ihre Steuern das finanzieren müssen. Man wollte auch in Europa politische und soziale und wirtschaftspolitische Linien durchsetzen, die man bereits mit dem Internationalen Währungsfonds in Lateinamerika und in anderen Ländern durchgesetzt hatte. Nämlich die einer Verarmung weiter Schichten, auch einer politischen Entrechtung und das alles im Namen von ökonomisch unvermeidlichen globalen Zielen. Diese Politik über angeblich abstrakte Sachzwänge und über andere Feinde, am Beispiel Griechenlands, dieses dann durchzusetzen. Dazu kann ich nur sagen, dies ist eine irrwitzige, unmenschliche Politik, die auch ökonomisch falsch ist. Aber es schrecken eine Reihe von Leuten nicht vor solchen Strategien zurück. Ich glaube, Griechenland war einfach nur das, was man einen Sündenbock nennt, an dem man ja klar machen konnte, diese faulen Hunde, für die zahlen wir nichts. Und bei der Gelegenheit krempeln wir mal den ganzen Süden Europas in einer Weise um, wie man es bei uns an Abbau an Sozialleistungen, an Kürzung von an Gehältern, an Kürzung von Löhnen, am Beseitigen von Mindestlöhnen der letzten Forderung nicht durchsetzen könnte.